Liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Need for Speed Heat. Ja, weiter geht's mit dem Let's Play, beziehungsweise ja, mit den hoffentlich jetzt bald letzten Events der beiden Racing Stories. Ja, unter anderem habe ich nochmal in den Kommentaren gesehen, dass mir vorgeschlagen wurde, dass ich doch hier einen Motorsport mal ausführen soll, damit ich hier mal weiterkomme. Eine Geschichte ist leider, dass die Dinge halt sauteuer sind, weil man da unter anderem schon Elite-Teile bekommt. Und ich habe auch schon währenddessen für mich noch weiter, unter anderem auch noch im Stream ein bisschen weiter gezockt. Da habe ich mir unter anderem den Wagen hier gegönnt. Porsche 993. Und ja, wie man hier sehen kann, habe ich auch teilweise schon Ultimativteile durch die High Heat Events. Ja, das habe ich da freigeschaltet. Deswegen, das Ding hat jetzt 364. Ich würde dann erstmal die Racing Story beenden. Und danach kommen dann diese Teile, die ich ja alle habe, kommen dann in die G-Klasse. Oder vielleicht noch ein anderes Auto, muss ich mal gucken. Und ja, machen wir einfach mal so. Das nächste Event ist hier. Da fahren wir mal flott hin. Ich glaube, ja komm, ist ein Tacken näher dran. Ja, ich habe eben schon eine Aufnahme gemacht, nur da meinte irgendwie, das Spiel während des Rennens irgendwie auf einmal zuzugehen, beziehungsweise es ist einfach rausgetappt. Keine Ahnung warum, es ist einfach passiert. Und das war ein bisschen kacke. Da war ich auch ein bisschen getriggert und da bin ich ganz knapp nur noch Zweiter geworden. Habe ich das Rennen dann beendet, wollte es schon neu starten, dann dachte ich, nee, da war ich dann schon zu sehr getriggert, als dass ich dann hätte weiter aufnehmen wollen. Da dachte ich, ja, machst du das nochmal komplett neu. Aber gut, wir fahren das jetzt einfach. Aus meiner Sicht natürlich einfach nochmal. Und ja, wie man schon merkt, das Auto geht schon ordentlich ab. Wenn man auch teilweise bei hohen Drehzahlen vom Gas geht, dann hört man so richtig so das, den Turbo atmen. Das ist schon echt krass. So. Im Westen was Neues. Du bist hier. Klar, was ist los? Deine Nachricht klang dringend. Wir haben Gäste. Ich dachte, ich sehe mir mal an, wie gut du wirklich bist. Und ich sehe ganz bestimmt nicht einfach nur zu. Oh, ja. Zwei Riveras zum Preis von einem. Worauf warten wir noch? Und in solchen Sequenzen, das ist zwar schön, dass die es so darstellen, dass die in ihrem Auto sitzen, aber da sind die Stimmen ein bisschen zu leise gemacht. So, Spiel, ich bitte dich jetzt darum, nicht einfach zu minimieren. Also schont mich doch ein bisschen, ja? Vergiss es. Na schön, wenn ihr es nicht anders wollt. Hast du das von mir? So, die beiden Kollegen kann ich auch relativ easy kassieren. Hier natürlich wieder ein bisschen langsamer fahren. Hey, lass unseren Gästen eine Chance! Mach mir Spaß! Na, hier ist das Spiel rausgetappt, damit ich hier geradeaus durch. Und währenddessen schön meine Nitroflaschen verbraucht. Ja, ein Kommentar, den ich auf jeden Fall gesehen hatte, war, ich finde, die Storys könnten länger sein. Wenn man jetzt diese Nebenstories meint, diese drei Stück, die man hat, ich finde die von der Länge her eigentlich okay. Also die Driftstory war wirklich kurz, das muss ich zugeben. Super, und jetzt verkacke ich es auf eigene Faust, Alter, ich raste aus. Oh Mann, komm. Na, den können wir noch kriegen. Die Nebenstories finde ich eigentlich von der Länge her okay, weil die hier, die atmen schon ein bisschen aus. Also das ist schon ein bisschen lang. Die Hauptstory generell wirklich, die könnte schon länger sein. Also die finde ich tatsächlich zu kurz. Ich finde sie zwar super, aber das Set noch ein bisschen, hätte man noch so ein bisschen in die Länge ziehen können. Ja, hab ich schon gedacht, dass ich den doch noch irgendwie kriege. Bei den Nebenstories, je nachdem, also ich finde die von der Länge her eigentlich okay. Wer hat
Weil das, finde, du hast einen unfairen Vorteil. Weil das ist, das muss man ungefähr wie in Forza vergleichen. Da waren ja, gab's ja auch diese Stories. Und ich finde so als Nebenstory ist das eigentlich cool. Das finde ich passt eigentlich. Aber die Hauptstory, die müsste man ein bisschen länger machen. Ich bin wohl doch noch ein bisschen eingerostet. Ja, mehr Top Speed ist leider nicht drin. Aber egal, da haben wir gewonnen. Wir haben einen neuen Champion. Okay, den Sieg hast du verdient. Ich hätte im Ruhestand bleiben sollen. Ja, noch eine Frage. Lässt sich der G63 gut fahren? Ich würde sagen, an sich ja, dafür, dass es halt ein ziemlich großes, schweres Auto ist. Also überhaupt die Offroad-Fahrphysik generell, das im Spiel überhaupt, das fühlt sich alles sehr gut an. Besser als ein Payback. So, ich glaube, ich muss den jetzt nochmal anrufen lassen und dann... Am besten machen wir das mal ganz kurz. Übrigens nicht wundern, das ist so ein kleiner Insider auf dem Kennzeichen, dass da Strom drauf steht. Da wurde ich genötigt im Stream, das zu machen. So, dann fahren wir einmal direkt wieder raus. Ja, du wirst später eine Leistung von 300 benötigen. Genau, das mit dem Motorswap, genau, das wird noch empfohlen. Das habe ich auch schon erwähnt. Die Story von Heat ist mega kurz, aber ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ja, das ist halt auf die Frage gewesen, ob ihr euch das auch holt. Sind alle da? Okay, wir fahren nochmal. Und dieses Mal setze ich ein echtes Sammlerstück aufs Spiel. Oh Mann. Meinst du das, was ich glaube? Noch 3 Rennen. Der Sieger kriegt alles. Bin dabei. Moment. Was glaubst du, meint er? Was ist los? Dex? Lukas? Kommt schon! Kommt einfach zum Rennen, dann findet ihr's raus. 3 Rennen noch? Wie gesagt, also für mich ist die Länge lang genug hier von den Storys. So. Na, ja, machen wir direkt weiter. Ja, ich hoffe, ich schaffe. Eigentlich müsste ich die in dem Video noch schaffen, die ganzen normalen Rennen hier. Du, da alle da sind, sagt Hallo zu meinem Baby. Eine Nissan Alter. Skyline GTR R34, meiner ersten großen Liebe. Dex hat ein ganzes Jahr lang gespart, um ihn so einem Kerl an der Westküste abzukaufen. Hatte dann aber Angst, ihn im Rennen zu fahren. Er ist eben etwas ganz Besonderes. Und du willst ihn wirklich aufs Spiel setzen? Ich meine, er ist wunderschön. Ihr wollt ihn? Holt ihn euch. 3 Rennen gewinnen und absahnen. Ja, Eddie Skyline. Das habe ich mir schon gedacht. Dann zeigt mal, wie sehr ihr ihn wollt. Ich will den unbedingt. Weg da. Ich brauch den Skyline. Ja, ich muss schon sagen, das Geschwindigkeitsgefühl von dem Spiel ist schon... Ist schon echt gut, ey. Das Game macht wirklich dann auch tatsächlich mehr Spaß, wenn du, Alter, noch ein schnelleres Auto hast. Einmal wegen der Sprünge, aber auch weil du dich besser an den Kopf anlegen kannst. Das ist mir auch aufgefallen. Das war nämlich richtig gut. Ich meine, Stufe 4 und 5 sind immer noch nicht ohne. Nimm dich in Acht, ab jetzt dreh ich auf. Aber du kannst dich tatsächlich einigermaßen gut wehren. Ich habe auch tatsächlich die Traktionskontrolle mal ausgemacht, einfach mal, damit er mal tatsächlich mal ins Leiden kommt. Aber ich glaube, ich hätte als Kind mehr mit Dex rumhängen sollen. Na, man sieht das natürlich nicht, weil das irgendwie verbuggt ist.
Ja, Traktionskontrolle ist außer. Ich habe meine ich Brake to Drift eingestellt und nicht Gas to Drift müsste das dann heißen. Das ist dann halt, wenn man das Gas antippt. Das fand ich so ein bisschen doof, weil du willst aus der Kurve nochmal raus beschleunigen können. Und das hört sich tatsächlich sehr gut, weil der Wagen halt so auf Grip abgestimmt ist, dass der Wagen eigentlich kaum driftet. Und das ist halt sehr angenehm. So hätte eigentlich die Fahrphysik von Need for Speed 2015 sein müssen. Aber nein. Haben sie echt lange für gebraucht, die Entwickler. Gut so. Ein Schüler soll seinen Lehrer übertreffen. Macht schon echt Bock hier lang zu fahren. Richtig cool, ey. Das war nicht so gut. Ich war in der zweiten Rennhälfte schon immer besser. Also ich glaube, wenn das Auto auf 320 stehen würde, wäre das schon relativ anstrengend, weil die bleiben gut dran. Tatsächlich noch zwei Rennen, aber ja, die schaffen wir im Video sogar relativ locker. Wenn die jetzt so ähnlich lang sind. Aber ich will jetzt Skyline auf jeden Fall haben. So, machen wir mal wieder das hier. Dass man dafür immer in die Garage gehen muss, ne? Aber ich meine, mal gut, bei Need for Speed 2015 musstest du halt immer. Da musstest du immer auf die Anrufe warten und teilweise kamen die Anrufe nicht. Da musstest du dann irgendwie 10 Minuten warten. Aber gut, bei mir war das nie so richtig schlimm. Auch diese ganzen Fail-Videos mit diesen ganzen Bugs, die ich von NFS 2015 gesehen habe, die hatte ich alle eigentlich gar nicht. Das Spiel lief bei mir immer ziemlich reibungslos. Hey, es sieht gut für dich aus. Noch zwei Siege und der Skyline gehört dir. Also auf zum nächsten Rennen. So, eigentlich wollte ich auch noch gleich auf ein paar Kommentare eingehen. Stimmt, Frage, die ich auch schon als Kommentar beantwortet hatte. Wobei, gut, was heißt beantwortet? Also ich habe da das offen gelassen mit die Frage war halt 100% Heat Let's Play. Sage ich schon mal vorab, eher nicht. Beziehungsweise nein, weil ich sag mal so, dafür ist das dann, glaube ich, doch zu lästig, dann immer wieder eine halbe Stunde Video zu machen und dann nur um diese ganzen Tafeln abzufahren. Das mache ich im Stream oder vielleicht auch hier und da mal offscreen, aber die Racing Stories nehme ich auf jeden Fall noch mit, aber ja, dann so super viel mehr kommt da von mir nicht. Vielleicht mache ich nochmal hin und wieder ein J-Storm. Lol. Geil. Geiler Name. Vielleicht kommt noch mal ein Tuning-Video von mir, aber sonst viel mehr werde ich, glaube ich, in dem Spiel nicht mehr machen. Der Rest wird dann halt gestreamt. Muss erstmal an denen vorbeiziehen. Gut, wenn die sich dann natürlich vor meine Karre werfen, ist das nicht so optimal. Ich guck mal, dass ich auch ein bisschen sparsamer mit meinem Nitro umgehe. Ferrari. Das läuft ja nicht so gut, aber ich gebe nicht auf. Also der immer am meisten rumbrüllt und meint so, boah, ich schaff das, ich krieg das hin, der ist dann immer am weitesten hinten. Ne? Ich muss mal mit Dex über seine Streckenauswahl reden.
Ich finde diesen Part ja eigentlich richtig geil, aber ich habe es ja schon häufiger erwähnt, also die Spielwelt gefällt mir wirklich sehr. Erinnere mich, dass ich deinen Wagen nie wieder tunen werde. Ja, komm, geht back auf. Komplettes Nitro einmal rausballern. Ja, sonst super viel mehr Kommentare waren da eigentlich nicht mehr. Und ja, worauf ich auch noch hinweisen wollte, ich denke mal, das sollte man natürlich an dem heutigen Tag merken. Also ich habe jetzt die letzten Tage immer pro Tag habe ich 4 Videos rausgehauen, was schon echt viel war. Aber ich wollte das Spiel natürlich möglichst flott durchspielen und euch dann natürlich auch relativ schnell dann auch teilhaben lassen, vor allen Dingen dann beim Finale und so weiter und so fort. Und du gewinnst vielleicht, aber ich hab den coolsten Wagen. Weißt du, wenn man schon weiß, dass man nicht mehr gewinnt, dann will ich noch sagen, so, ja, ich hab jetzt den coolsten Wagen und so. Ja, bringt dir nichts, wenn du verlierst. Mann, du verdirbst mir den ganzen Spaß am Racing. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, also Videos kommen jetzt natürlich nicht mehr so viele, weil, naja, irgendwann muss ich auch mal wieder weiterarbeiten. Skyline ist für dich zum Greifen nah, also wasch dir die Hände! Es spricht davon, als wenn ich den nach diesem Rennen schon kriegen würde, aber leider nein, leider gar nicht. Aber mir gefallen die Rennstrecken. Ein Stück. Will den komplett haben. Gar nicht mal übel. Noch ein Sieg und dieser wunderschöne Skyline gehört dir. So, dann einmal wieder in die Garage, so wie auch immer. Wahrscheinlich treffen wir uns jetzt wieder an der Leichenkreuzung und fahren da das dann zu Ende. Ja, ich würde dann sagen, das letzte Rennen sollten wir dann auch easy gewinnen. Dann fahren wir nochmal eine kleine Spritztour mit dem Skyline und dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir das mit dem... mit dem Offroad-Gedönse. Du fährst mit meinem Skyline in den Sonnenuntergang. Wirst du mir das Herz brechen? Tja, versuch's ruhig. Das finde ich natürlich auch schon sehr, sehr cool, dass man tatsächlich dieses Underground 1 Bodykit da einfach übernommen hat. Weil ich meine, gerade damit sah das auch richtig cool aus. Also, da sah der Skyline echt geil aus. Weil sonst haben die immer nur den normalen Skyline genommen. Haben den dann einfach im Endeffekt eigentlich nur die Lackierung verpasst und das war's eigentlich. Aber jetzt ist er ziemlich 1:1 übernommen worden, was richtig cool ist. Würde ich immer den Skyline nehmen. Verstehe ich gut. Auch wenn ich den Wagen auch gerne fahre, aber ich höre den Namen mittlerweile zu häufig. Einer zieht vorne mal weg, ey. Das ist richtig krass. Ja.
nur sagen, angenehme Reisegeschwindigkeit. Mann, du bist entschlossen. Turbogeräusche sind schon echt geil von dem Wagen. Ja, also auf jeden Fall nochmal abschließend zu sagen zu der ganzen Videogeschichte, weil ich ja so viel hochgeladen habe. Also das war natürlich jetzt einmal, weil ich natürlich jetzt Urlaub hatte, also mehr Zeit. Und ja, weil natürlich neues Need for Speed, da habe ich dann natürlich dann doch mal ein bisschen mehr. Nee, ich komme nicht mehr zurück. ja, und dementsprechend werden dann natürlich auch weniger Videos kommen. Ich denke mal, vielleicht der nächste Let's Play-Teil könnte auch schon der letzte sein von NFS Seed. Aber noch mit einer Klappe, was ich auf jeden Fall noch fertig spielen will. Na, leider fährt die Kiste nicht schneller, sagte er, währenddessen er über 370 fuhr. Das ist ja eigentlich schon ein Sprung zu der letzten Folge. Gut, okay, wir sind da sowieso Offroad-Autos gefahren, aber im Vergleich zum Golf ist das auch nochmal krasser. Das ist mir leider auch aufgefallen, dass der Golf mit den gleichen Tuning-Teilen wie der Porsche hier einfach weniger Leistungspunkte hatte. Das heißt, im Endeffekt war ich die ganze Zeit mit dem Golf im Nachteil. Ja. Dann muss ich leider doch langsam machen. Die Führung habe ich schon seit Anfang des Rennens, Kollege. Also alles easy game. Porsche macht dich Bock. Ich möchte mir auf jeden Fall noch den RSR fertig machen, also den Ur-Porsche sozusagen. Den hatte ich auch in Ende 2015 sehr viel gefahren. Und leider ist das Auto auch sehr, übermächtig, also sehr OP. Ja, sorry, ich muss das gewinnen. Ich muss den Skyline haben. Ein Kilometer mittlerweile Vorsprung vor dem ersten. Das hier passiert wirklich. Ich sehe schon. Also die Rennen starten alle am gleichen Punkt, enden glaube ich auch alle am gleichen Punkt, aber fahren verschiedene Teile der Map ab. Das finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Wenn du gewinnst, darf ich den Skyline doch auch mal fahren, oder? Ja, für 15 Minuten. So, damit gehört der Skyline uns. Leider geile Sache. Es ist vorbei, für immer, was? Und weg ist er. Mach's gut, wunderschöner Skyline. Dex, ist das echt okay für dich? Betrachte ihn als Geschenk zum erfolgreichen Abschluss deiner Ausbildung. Ich stelle ihn dir in die Garage. Nur sei gut zu ihm, ja? Auf jeden Fall. So, dann ab in die Garage und dann fahren wir damit nochmal ein paar Meter. Ich befürchte nur, so wie auch der 350Z und der BMW sind die sehr schwach, beziehungsweise überhaupt nicht getuned. Egal wie schlimm es da draußen auch wird, um Mercer müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Da ist er. Sieht ja voll geil aus. Hier der Underground 2 350Z. Most Wanted BMW und Underground Skyline.
So, und damit fahren wir natürlich in der Nacht, so wie sich's gehört. Sieht auch geil aus. Wir haben sie echt sehr gut umgesetzt. Ja. Sehr schnell ist das jetzt nicht gegenüber meinem Porsche, aber... Echt nice, ey. Steht auch noch ganz stupide, einfach ganz stumpf, Need for Speed Underground. Ja, schon sehr nice. Also allein deswegen schon kann ich verstehen, warum LPN gesagt hat, so dass die Jungs von Ghost Game schon echt cool drauf sind. Also wenn die sowas halt bringen und wirklich sagen, okay, wir bringen da von den alten Need for Speed Teilen nochmal hier die alten Autos mit rein. Ich meine, das haben die ja schon in 2015 im Payback gemacht, aber jetzt haben sie mal wirklich original umgesetzt, ne, mit diesem Bodykit, was ja mega gut aussieht. Das ist ja einfach richtig gut umgesetzt. Mit dem Spoiler auch und sehr geiles Ding, ey. Und ich merke, in der Nacht habe ich sofort weniger FPS. Ne, sehr schön. Also leider sehr geiles Ding, ey. Na schade, die Rampe ist woanders. War ich hier schon mal? Gut. Drift habe ich natürlich hier noch nie versucht. Wagen ist dafür tatsächlich ein bisschen zu langsam. Aber gut. Ja, den Drift breche ich jetzt erstmal ab, der bringt mir sowieso nichts. Denn ich würde sagen, wir sammeln da hinten nochmal schnell, weil ich es gerade gesehen habe. Den Graffiti da ein. Habe ich wohl gerade eben entdeckt. Follow me. Nice. Ja, von denen muss ich auf jeden Fall auch noch einige einsammeln. Also, was, wie gesagt, was Videos zu NFS Heat angeht, vielleicht mache ich auch nochmal so ein Abschlussvideo, wo ich dann die 100% erreiche, aber ich werde jetzt nicht alles sozusagen dokumentieren, wo ich dann die ganzen Sachen mache. Deswegen, ja, stelle ich mich hier einfach mal bequem auf einen der Parkplätze und würde sagen, das war es dann ja, mit diesem Video zu Need for Speed Heat. Würde schon fast anderen sagen, bei dem Anblick dieses geilen Autos. Ja, freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Haben wir 3 Legends Editions und ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Man schaltet auf jeden Fall noch andere Autos frei, aber ich meine, das sind sonst keine, keine Autos aus älteren Need for Speed Teilen. Aber ja, den haben wir heute auf jeden Fall freigeschaltet. Die Racing Story, also die wirklich die Racing Story, die haben wir fertig gefahren und uns fehlt dann nur noch die Offroad Story. Ich guck mal, wie ich das bewerkstelligt kriege, ob ich das eventuell dann wirklich so mache, dass ich ja eventuell die G-Klasse mit meinen ultimativen Teilen dann aus dem Porsche dann irgendwie tune oder Motorsport mache. Muss ich mal gucken, wobei man sagen muss, ich habe schon fast 1,2 Millionen Geld. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Ich würde sagen, ich bin erstmal raus für diese Folge und ja, nächste Folge machen wir dann noch mit der letzten Story weiter, mit ja, mit der Offroad-Story und dann geht's weiter in Need for Speed Heat. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.